Und es geht weiter mit einem weiteren Let's Play. Ja, unsere Aufgabe oder unsere Aufgaben ist ja noch erstmal eine Quest abzugeben bei der Historikerin und natürlich noch die Map of Fortress zu suchen. Aber wir geben erstmal die Quest ab. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal in die Ebene von Bubble gehen und dort dies zu suchen. Huch, da scheint es gerade kleine Lachs zu geben. Aber natürlich machen wir das. Ja, jetzt müssen wir dann zum Vorsitzenden des Historikerverbandes in St. Morning. Aber ich denke mal, dass wir erstmal uns auf den Weg machen, noch die Map of Fortress zu finden. Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar etwas da stand, wo wir das finden. Gut, mal schauen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar das hier war, was wir vielleicht schon mal gesehen hatten. Nein, das war Score of War. Map of Fortress. Ah, hier. So, nun müssen wir ja zum Gargantes. Nehmen gleich einen Tumblingwing, sind wir natürlich ein bisschen schneller. So, hier sind wir schon. Gut, er meinte, wir sollen in eine Party beitreten, falls wir da hoch wollen, da wir ja hier oben, Moment. Ja, und zwar gibt es hier in der Nähe diesen, so eine Art Dungeon, in dem man kämpfen kann. Wäre natürlich besser natürlich mit einer Party, aber dazu fehlen uns jetzt natürlich die Leute. Und jetzt erst welche zu suchen, würde zu lange dauern. Aber da können wir vielleicht mal noch zurückkommen. So, ja, also machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg nach St. Morning. So, natürlich erstmal schauen, wo sich da befindet. Ach, da ganz oben. Okay, gut. Ja, falls ihr in St. Morning seid und Level 20 seid, könnt ihr auch hier oben bei der Station euer Board kaufen. Da in St. Morning in der Stadt drin gibt es leider keinen Laden für die ganzen Boards und so. Und in Flaris befindet er sich halt direkt in der Stadt. So, machen wir mal runter. Okay, wir sollen also zu Hage, Hachal, wie auch immer, St. Morning, Darkhorn 1 gehen.
Da können morgen wir ja noch nicht gewesen. Da können 1, 2. Also es muss sich irgendwo hier befinden. Da können 1 wäre ja dann hier. Gut, ich weiß nicht, ob man jetzt direkt. Stadt? Nein, geht leider nicht. Na okay. Also machen wir erstmal nach Flores. Gab es jetzt hier noch irgendwelche Quests? Nein. Hier haben wir auch eine Quest, aber das handelt sich ja nur um Quest-Items zu suchen. Ja, wie ihr sehen könnt, sind hier überall solche schwebenden Schilder. Ihr könnt ganz einfach eine Abkürzung nehmen, wie gesagt, wenn ihr an Flowers losfliegt und dann hier hinüber. Ich gehe mal kurz auf die Weltkarte. Landet ihr hier in Darkon 1. Das ist Darkon 2 und Darkon 3. Ihr hättet euch natürlich auch mit einem normalen Blingwing direkt nach Darkon 2 teleportieren können und dann bis hier fliegen können, aber das ist viel kürzer. Ja, wie es ausschaut, haben wir hier auch noch eine Quest. Und gut, die Quest war vom Kolosseum und die ist über Quest-Items sammeln. So, also laut Ding war das jetzt hier unten. Okay. Schauen wir mal. Wir scheinen jetzt wieder ein paar Quest-Eier, genau das. Genau, das muss noch Darkon 1. So, müssen wir mal gucken. Level 24 sind wir schon. Mal schauen, wo sich die jetzt so genau befindet. Natürlich sollten wir vielleicht nur im Notfall hier vom Bord runtergehen, da hier Level 56er sind. Ich glaube, sie müssten 56 sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wo sich dieser Hachal Heschel befinden soll, aber ich weiß, das glaube ich irgendwo. Ich glaube, hier müsste irgendwas sein. Ich glaube, hier war irgendwo ein NPC. Ich weiß auch nicht genau, ob das auch der ist. Oder zumindest war. Ach ja, genau, hier ist er. Er ist doch ein R. So, dann müssen wir aufpassen, die sind auch Level 55. Natürlich würden wir das fortsetzen. Okay, also wir sind wieder dorthin. Zur Ebene von Bubble. Aber da teleportieren wir uns natürlich erstmal schnell nach Flores, um von dort dann aus zu starten.
Also Proof of Division haben wir schon anscheinend. Ja, und jetzt sollen wir noch Recommendation of Content finden. Oder wir sollen und danach Haschal wieder treffen. Oder Hachal, wie auch immer heißen soll. Moment, haben wir schon das? Accommodation haben wir ja auch schon. Ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich es nicht ganz weiß. Ach, hier ist er mir. Ach, das ist der gleiche, okay. A piece of strange clothes haben wir jetzt finden. Und na gut, er scheint wahrscheinlich hier das mit dem Muster gemeint zu haben, wovor er im Endeffekt Angst hatte. Ja, mal schauen, ob wir den jetzt schaffen werden. Das war es auch schon. Na? Gut, wir sollen Lamp of Violet, also diese hier, bekämpfen. Natürlich ist es jetzt hier ein bisschen doof gemacht, man sieht natürlich überhaupt gar nichts. Wie viele man davon jagen soll, geschweige denn hier. Na gut, man kann es hier noch. Ah, gut. Man kann es ja noch Feuer ziehen. Gut, dann machen wir das mal. Lass mal gleich noch das CS-Bett mit raus. Gut, also ich schätze mal, wir müssen uns einen anderen Ort suchen. Weil hier sind einfach zu wenige davon. Okay, unten ist gerade noch einer dazugekommen. So, schnell einen Tarnpling-Wing. Da wir gleich hier welche haben. Das ist natürlich nicht so schwer.
glaube ich, hier oben müssten dann auch gleich wieder welche sein. Theoretischerweise. Ja, genau hier drüben. Ja, es sind genau noch drei Stück. Und die drei brauchen wir auch. Ja, und wir müssen auch noch sogar in Master of Violet Magic and Troop. Ich glaube, den hätten wir sogar dort in der Ebene von Bubble besiegen können. Ich glaube, das waren zumindest die gewesen, gegen die wir gerade schon mal gekämpft hatten. So, mal schauen. Aber ich glaube, das müssten die sein, Master of. Genau. So, ich glaube, wir sollten ihn eigentlich in Darkhand wieder treffen, aber normalerweise müsste der ja auch hier stehen. Deswegen mal schauen. Na ne, gut, ja, das möchte er nicht. Genau, ich wollte auch noch was erzählen, und zwar werde ich jetzt wahrscheinlich bald anfangen. Und zwar ist jetzt ein neues Spiel, naja, nicht gerade neu, aber es ist jetzt free to play geworden, das nennt sich Rift. Ich habe mir dazu jetzt schon mal ein paar Trailer und ein paar andere Gameplays angeguckt und es sah eigentlich sehr, sehr gut aus. Und ich schätze mal, dass ich auch eine Gameplay-Serie über das Spiel starten werde. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ein paar von euch sich das auch angucken würden, weil es sah auch grafisch sehr gut aus und gerade auch von den Charakterklassen oder auch von den Rassen, die es da gab, war es auf jeden Fall recht gut gewesen. Ja, so, jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Okay, also wir sollen nach seinem Morning gehen und da etwas überbringen, und zwar dieses Bild. Und das werden wir auch machen und das seht ihr dann alles im nächsten Part.